willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands. Wir haben es mal geschafft. Vielleicht klappt es jetzt ja wieder. Also der Dings ist wieder da. Der Herr Salazar. Ziel markiert. Schnappen wir ihn lebend. Ja, dann feuern wir mal drauf. Und aufpassen, dass ihr den Gelben nicht erschießt. Uiuiui. Nein, er ist überfahren worden. Wow. Das Begleitfahrzeug wurde zerstört. Vielleicht sollten wir erst die anderen ausschalten. Nee, er ist von Unidad-Typen niedergefahren worden. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Was ist das heute für ein Tag? Ja, irgendwie die Mission will nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Warum steigt der Typ überhaupt aus? Wenn das Auto beschossen wird, würde ich glaube ich auch aus. Ja. Gut sitzen bleiben. So, jetzt ist er da hinten irgendwo, da holen wir uns mal... Das Navi funktioniert aber leider schon wieder gar nicht hier. Also ich habe ein Auto. Jetzt. Das ist schön. Ich habe von oben eins geholt, ganz kurz. Na gut, dann fahren wir... Wäre gar nicht so dumm, wenn wir von zwei Seiten jetzt hingehen. Kommen die da von da, wo ich jetzt fahre, wahrscheinlich, oder? Die fahren dir entgegen, wie ich das sehe. Er ist vorne in dem Wagen und hinten sind halt dann die zwei. Warte mal, dann ballern wir vielleicht schon mal die Gegners weg. Ja, der Fahrer. Scheiße. Ah. Hast du ihn erschossen? Hm. Ja! Warum? Trigger Happy. Ich dachte nicht, dass er fahren würde. Du sollst gar nicht auf sein Auto schießen, Junge. Du sollst nur die Beifahrzeuge aus erster Mal klar machen. Ich dachte, wenn ich ihn zum Stehen bringe, dann fährt er nicht weiter. Ja, nochmal. Dann gehe ich wieder nach oben und bleib von vorne stehen. Aber nur stehen, ne? Am besten du bleibst einfach stehen. Ja, du könntest vergucken, dass du vielleicht irgendwie blockieren kannst oder so. Das sollte dir eigentlich helfen. Warte. Okay, die bleiben nicht stehen. Oh! Manabum, wie ist sie? Du musst erst das Auto retten. Sie sind so unhöflich hier auf der Straße. Ja, irgendwie schon. Irgendwie ja schon. Wow, ich habe kein Fahrzeug bekommen, weil die nicht stehen geblieben sind. Warum bleibt man nicht stehen, wenn der Typ mit der Waffe auf der Straße herumläuft? Ich versteh's nicht. Das Ding ist aber extrem langsam. Wird schneller wie ich gerade. Mhm. Ja, wie gesagt, ist ja eh dann auf der Ecke da. Das sollte ja dann passen. Halleluja. So, ab ins Feld. Als alter Feldstecher sollte das ja funktionieren. Oh, guck mal, Baum. Da ist der Konvoi. Ich sehe Salazar. Ziel markiert. Oh mein Gott. Fahrt los, Jungs. Fahrt, Jungs. Wir bleiben stehen. Dann fahren wir da mal da. Fährt er auch zu den Rebellen? Wäre, glaube ich, ganz praktisch. So, Escort-Autos sind kaputt. Das ist schön. So. Kann ich das irgendwie beschleunigen, dass ich sterbe? Tot, der Beifahrer ist tot. Glaub nicht. Ja gut, dann müssen wir gucken, dass wir den Wagen noch irgendwie kriegen. Ich glaube, er steigt. Ja, der Wagen ist halt scheiß langsam. Das ist so ein bisschen das Problem hier. Aber ihr holt ihn ein. Der zweite Beifahrer ist tot. Ja, und Salazar eben halt auch. Was? Der fährt weiter. Was? Das war der Beifahrer. Wie es scheint. Das scheint wohl zu wechseln. What the fuck? Also nicht aufs Auto schießen, solange wir nicht beschossen werden. Und dann ballern wir einfach die Reifen weg und das passt dann. Well played, Ubisoft.
Ah, ich habe ein Déjà-vu, da waren wir doch schon mal. Ja, ich glaube, wir spawnen jetzt halt eh immer da. Warum wir da in der Pampa spawnen, finde ich ein bisschen blöd. Ja. Da am Auto. Ja, ich hole mir gerade, das wäre so ein langsames. Na, warte ich auf dein Auto. Obwohl, da wäre ein Motorrad. Da hole ich mir das Motorrad. Wir brauchen jemanden, der schießen kann. Wieso kann ich auf das Motorrad nicht? Ab dafür. Auch ein Fahrzeug. Aber wir können jetzt nicht auf das Auto schießen, PC. Achso, ja, dann fahre ich bei dir mit. Elegant abgestiegen. Ja, dachte ich mir auch gerade. So, dann gehe ich mal bei dir auf die Seite. Ich kann notfalls noch wechseln. Ja, der ist eindeutig schneller. Hast schon mal eine Straßensperre gemacht. Siehst du das? Mhm. Wird gerade aufgeploppt. Ich sehe Salazar. Ziel markiert. Schnappen wir ihn lebend. Salazar sitzt hinten. What the fuck? Warum bin ich... Alter, was? Wo fährst du hin? Er ist da runtergefahren. Aber wir sind noch weiter runtergefahren. Der scheint da oben aber irgendwo zu sein. Ja, warte, ich guck mal gerade. Nee, der ist in der Pampa, der. Hm? Der ist in der Hälfte von der Mitte der Straße. Yo. Irgendwie mag ich diesen Einsatz nicht. Er funktioniert nicht so wirklich. Der ist verpackt, wir sind nicht schlecht, der ist nur verpackt. Hm. It's not a bug, it's a feature. So, kletter da hoch. Kletter da vielleicht mal irgendwie hoch? Ne, ich glaube, da muss ich echt von oben rüber. Und hier unten ist da nicht allzu viel zu wollen. Die Straßensperre hat funktioniert. Oh, ist hier viel. Hi. Wenn, also, das würde ja auch nicht funktionieren. Wenn es der erste wäre, dann würde ich ja. Es gibt keinen Ort in Bolivien, wo sie mich nicht findet. Dann würde ich. Oh, ich bin tot. Jetzt komm doch mal klar. Dann würde ich versuchen, eine Mine zu legen, aber das ist auch dumm, weil ich hab ihn. Ich war 17 und jeder behandelte mich wie einen König. Und sie gab mir Macht und Respekt. Ich war gefürchtet. Toll, du bist König der Arschlöcher. Schön für dich. Sie denkt sicher gerade darüber nach, wie sie dich ersetzt. Du kennst sie nicht so wie ich, Gringo. Glaub mir, du wirst brennen. Du bist tot, hijo de puta. Hörst du mich? Jetzt kann ich nicht mehr... Alter, diese Scheißmission. Sie deinen Arsch und gib dir die Brust. Was kommst du eigentlich wer? Fresse, Muttersöhnchen. Du kommst mit uns. Was kannst Niemand du nicht? Ich kann jetzt nicht mehr greifen. Du hast den bei mir. Echt? Ja. Ich nicht. Den. Bei mir hängt er hier an diesem Felsen fest. Warte, geh mal runter zu einem Auto Richtung Straße, PC. Weil normalerweise kannst du ihn jetzt zu einem Auto reintun. Warte, ich organisiere uns einen. Oh. Genau in dem Moment. Ah, da kommt einer. Das ist ein Uni dort. Ja, egal. Erledigt. Da. Jetzt dürftest du ihn in das Auto packen können. Wie gesagt, genau. Ich kann ganz normal rumrennen. Ja, aber normalerweise dürfte jetzt ein Symbol kommen, nee. Dass du ihn. Nee. Zeig mal ein. Wie gesagt, bei mir steht der halt oben noch. Oh, ist das anstrengend. Bei mir stehst du über dem Fahrzeug. Fahren wir mal hin? Ja, fahr mal hoch. Also fahr mal die Dings hoch. Obwohl, warte ja, mal. Bei mir stehst du mit dem Typen im Auto. Darf ich einsteigen, bitte? Dankeschön. Wir haben eine Leiche dabei. Das ist ja auch schön. Scheiße. Fahr mal hoch und guck mal, ob wir den einfach abliefern können. Also zu dem ja, Punkt, genau, wo wir hin müssen. Ja, genau, das probiere ich eben. Das sieht so bescheuert aus. Ja. Eine Leiche hinten, PC steht mit dem Typen im Auto.
Eigentlich ist nur sein rechtes Bein im Auto. Ja, wie gesagt, das ist. Ich glaube, der Netcode ist ein wenig durch. Eine Straßensperre funktioniert offensichtlich zu gut. Mhm. Ja, und ich meine, wenn, das ist ja zum Glück jetzt nicht so weit, wo wir jetzt nochmal runterfahren müssten, notfalls. Das passt ja dann. So, dann fahr doch nicht direkt davor, Patzi. Wir müssen da rein. So. Nee, ich kann. Kann ich sichern? Kann sichern, okay. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass das geht. Ich sage euch nichts. Salazar, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie gar nichts sagen müssen? Ohne Sie läuft doch ein Scheiß drüben in Tabakal. Und wenn Madre Coca aus ihrem Versteck kommt, schnappen wir sie. Entonces, ihr glaubt wirklich, sie vertraut nur mir? Carajo, mujer. Sie hat treue Männer, die mit den Bauern arbeiten. Na, wenn das nicht mal interessant ist. Sehen Sie, und schon kooperieren Sie. Halt! Tu ich nicht! Tun Sie doch. Und Madre Coca wird Sie lebend häuten, wenn sie davon erfährt. Geben Sie uns Namen, Salazar. Dann versprechen wir, die Sache bleibt unter uns. Wenn nicht. Dale pues. Okay! Tada! Na, sieh meine an. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch eine Mission hier, kann das sein? Müsste? Ne, zwei haben wir noch. Die Frage ist, was? Mal gerade gucken, Einsätze. Die sind beiden noch gesperrt. Naja, warten wir mal. Wow! Sag mal ein. Ist denn hier noch? Ich habe jetzt hier auch keinen. Ganz da und neuer Einsatz ist gerade entstanden. Einiger Cocaleros ausgesprochen, die heimlich für Madre Coca spionieren. Falls Chavez und die anderen eine Chance gegen das Bike Hotel haben sollen, müssen wir diese Scheißkerle ausschalten. Hier, Bowman, wir haben sie. Heilige Scheiße, wir haben sie. Wie bitte? Ich hab's gerade von meinem Rebellenkontakt in Tabakal erfahren. Madre Coca hat sich bei ihm gemeldet. Sie glaubt, die haben Salazar und will ihn zurück. Sie verlangt ein Treffen, um zu verhandeln. Glauben Sie ihr? Ich glaube, sie will Salazar. Alles andere ist egal. Wir haben Madre Coca, wo wir sie haben wollten. Begleiten Sie die Rebellen zum Treffen. Reden Sie mit ihr. Überzeugen Sie sie, dass sie Salazar nur zurückkriegt, wenn sie mitspielt. Ich schicke die Koordinaten vom Treffpunkt. Die Rebellen bringen sie hin. Ich zähle darauf, dass sie die Sache unter Kontrolle halten. Wir brauchen Madre Coca. Madre Coca. Na dann. Ah, hier, hier. Stopp, stopp. Na, so ein Zufall. Bowman, wir nähern uns jetzt dem Treffpunkt. Gut, die Rebellen sehr interessant. Folgen Sie ihnen und Sie bringen sie zu Madre Coca. Oh, ich bin bei der falschen Tür rein. Ja, genau. Los, folgt uns. Gut, gut, dann macht mal. Wir folgen den mal. Ja. Madre getrennt. Schon okay. Wo waren wir? Gut, die Rebellen warten. Folgen Sie ihnen und Sie bringen sie zu Madre Coca. Ja. Passiert noch was mit euch? Die steigen ein, ja. Ich will ja nichts sagen, Boss. Ich fahr mit den Rebellen. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, oh, nee. Der Koka legt uns raus? Die wollen dich nicht. Mann. Klar verarscht ihr uns. Bowman glaubt, Salazar ist ihr Wunderpunkt. Madre Coca wird mitspielen, wenn sie ihn zurückzukriegen. Und wenn sich Bowman irrt, dann baumelt unser Arsch im Wind, nicht ihrer. Was wäre denn daran neu, Holt? Es ist eine Sache, uns schlecht informiert reinzuschicken. Das kommt vor, klar. Aber hier stecken wir die Hand ins Maul der Bestie und hoffen, sie beißt nicht zu. Ich meine, dass, wenn Madre Coca uns nur rauslocken was würde, machen die? Ich weiß es nicht. Dann kann sie ihn gegen Salazar eintauschen. Jetzt aber. Wie zum Teufel kommst du darauf? Ich würde so machen. Und Madre Coca ist um einiges fieser, als ich es je war. Verstehst du? Na gut, jetzt haben sie es ja, glaube ich, einigermaßen hingekriegt. Ich guck mal, ob von hinten irgendwie was kommen sollte. Aber es wird ja, glaube ich, eh rechtzeitig dann angezeigt. Ich glaube, wir können den hinterherlaufen, ne? Und wir sind schneller, ja, da hast du recht. Na, jetzt nicht mehr.
Warum fahren wir direkt durch das Gebiet da, ne? Ich glaube, wir müssen in dem Gebiet die Unterstützer töten. Das könnte gut sein, ja. Oho. Das ist eine Falle. Schaltet sie aus. Okay. Ich markiere mal. Dachte, da wird jetzt noch gesprochen oder so. Ich auch. We don't talk anymore. Die ballern, sind die für uns oder nicht? Sind von den anderen. Es geht los. Bowman, hier ist Nomad. Madre Coca ist tot. Was ist passiert? Das ging fix. Hinterhalt. Madre Coca hatte nie vorzuverhandeln. Sie wollte. Boah, ich dachte, ich habe jetzt. Und fast hätte sie sie bekommen. Druck wirkt in beide Richtungen, Bowman. Sie wusste, dass sie den Zugriff versuchen würden. Ihr einziger Fehler war, dass sie uns unterschätzt hat, als die Falle zuschnappte. Ja, verstehe. Ich glaube trotzdem, das Risiko war es wert. Sie umzudrehen wäre ein echter Coup gewesen. Schnappen Sie Ihr Team und verschwenden Sie. Madre Cookers Tod wird Wellen schlagen. Mal sehen, was passiert. Roger, Nomad. Fällt. Und ich dachte so, ach nee. Ach, die hätten uns auch eventuell holen können. Stimmt, das wäre vielleicht auch noch eine Idee gewesen. Nee, der hat nur auf uns geschossen. Typen, die auf uns schießen, kann man sich nicht. So nehmen, glaube ich. Hier wo ist sind doch denn da die Versorgungssachen? Ja. Wahrscheinlich draußen. Da drin im Gebäude ist eines oben. Wo ihr seid. War gerade oben. Hinten in der Ecke irgendwo war die. Na, ich gehe gleich mal gucken. Ich hole mir mal gerade hier den Punkt noch. Hä? Ah. Außen komme ich hoch. Ist ein schönes Der ist weg. Da Dankeschön. Ist noch einer. Wo ist denn der Gut. Punkt? Bin? Ja. Seite ist sauber. Treppe hoch. Ach, da ist eine Treppe. Gut. Munition nachfüllen. Vergessen, falls ihr braucht, ne? Mhm. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? So, dann hätten wir da noch was. Da ist ganz schön viel zu markieren sogar. Ja. Rebellen mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? Okay, die läuft das rein. Wahrscheinlich hat es mit den Markierungen damit zu tun, dass man vom Militär jetzt so ein Kontingent erfüllen muss, wenn du unter 40 oder sowas hast pro Einsatz, dann wirst du gekickt. Das kann natürlich sein. Dann haben wir. Nee, das hatten wir noch nicht genau. Das würde die Sinnlosigkeit des Militärs wieder aufzeigen. Ja. Und aus. Sehr schön. Wie traurig ist das? Das ist draußen. Oben. Den eigentlich auch. Hm. Beide sind aber sehr verwinkelt gemacht. Ja, ja. Wir fahren locker flockig rein und dann denken uns, ja, jetzt wird nett gesprochen. Wo ist das? Da, Fisi, schau mal zu mir. Draußen, geh raus. Mhm. Du musst ganz raus. Hüpf runter zu mir. Genau, und jetzt der Raum rechts. Okay. Darauf. Also doch wieder hoch. Das bei mir hoch. Schau mal. Da bin ich. Wo ist Kalen? Da ist ja. Ah ja, gut, okay. Da hoch und da rein und da rechts. Ah ja, da hinten habe ich es, danke. So ein Stress. So, dann würde ich glaube ich sagen, machen wir noch gerade die... Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch Sachen sind. Mhm. In dem Gebäude, ja. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Schauen wir mal rein. Nein. Gar nichts. Nein, gar nichts. Skillen wir das doch mal. Nö, nur ein Gehängter, auf den ich schieße. Nö. Gar nichts, wirklich gar nichts da. Kann man den runterschießen? Nein. Bei Legend of Zelda geht das.
mal hin. Oh mein Gott. Ja gut, das passt ja gerade. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, Leute. Bye, bye.